Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat die vergangene Woche mit einem Paukenschlag beendet. Am Freitag stieg der DAX auf ein neues Rekordhoch bei 15.474 Punkten. Aus dem Handel ging er dann bei 15.460 Zählern. Auf Wochensicht ist das ein Plus von rund 1,5%. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franziska Schimpke. Franzi, geht die Rekordjagd heute weiter für den DAX? Bullenstark ist der deutsche Leitindex zuletzt unterwegs gewesen. 7 Gewinnwochen in Folge. Und nachdem wir uns in der vergangenen Woche über Lethargie beklagt haben, ging es dann am Freitag eben noch mal mit richtig viel Schwung nach oben. Und wir haben eben auch freundliche Vorgaben. Nikkei, Hang Seng und Shanghai Composite im positiven Bereich. Und auch beim Dow hat man am Freitag noch mal ordentlich aufs Gas gedrückt. Direkt nach den ersten Handelsminuten hat man neue Bestmarken einfahren können. Und der Dow jetzt seit Jahresbeginn fast 12% im positiven Bereich. Das dürfte eben auch für den DAX zum Auftakt in die nächste Woche, in diese Woche, erst einmal für etwas Rückenwind sorgen. Das heißt, wir rechnen damit, dass wir freundlicher in den Handel starten. Und das würde dann auch bedeuten, dass wir direkt mal neue Bestmarken sehen. Richtung 14.500 Punkte Marke geht es. Und ansonsten natürlich innerhalb dieser Woche Konjunkturdaten im Fokus, die Quartalsberichtssaison, aber dann auch am Donnerstag die EZB-Sitzung. Dann vielen Dank, Franzi. Ja, so dazu der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute Daimler. Daimler hat in der vergangenen Woche vorläufige Quartalszahlen vorgelegt. Die kamen am Markt sehr gut an. Die Aktie von Daimler zog daraufhin an und war am Freitag mit einem Plus von 2,6% drittstärkster Wert im DAX. Dabei sprang der Kurs auch über eine wichtige technische Hürde. Um den Ausbruch nachhaltig zu bestätigen, muss das Papier aber erst noch über zwei andere Widerstände steigen. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.